Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Bibabuba Bomber Crew. Und was machen wir heute? Wir machen Bibabuba Bomber. Wir müssen die Mission vom letzten Mal, wir müssen das normal machen. Wir gehen jetzt mal kurz in die Crew-Ausrüstung und schauen mal eben, was hier Neues gibt. Ja, antreten jetzt hier, ne? Nicht auf Stube hocken und irgendwie... Es gibt neue Stiefel. Elektrisch beheizte Stiefel. Alter, so hoch kann ich noch gar nicht fliegen. Das bringt mir im Moment noch gar nichts. Eine große Sauerstoffflasche brauche ich auch erst, wenn ich super hoch fliege. Und das können wir aber alles erst machen. Na, dann machen wir das Flugzeug erstmal schick, oder? Das Flugzeug erstmal schick. Was machen wir denn heute? Erstmal eine neue Lackierung. Ein Grundanstrich. Springender Lachs. Und die Waldlandtarnung über dem Regenbogen. Ach du meine Güte. Schwarzer Ritter war eigentlich schon geil, ne? Die Perle. Neon Disco, Alter, Katzenflugzeug. Guck mal, wir nehmen das Kürbisgewürz und machen noch einen neuen Text. Und zwar machen wir heute. Heute fliegen wir für Piesel. Piesel Trüb. Piesel Trüb. So, schreibt man das so? Bestimmt. Schwarzer Text kann man lesen, oder? Roter Text? Nee, schwarzer Text ist besser. So ist schön. Machen wir das so, haben wir das auch. So, dann gehen wir direkt ins Briefing. Und ja, jetzt wird natürlich irgendwer sagen, die Mission hat doch beim letzten Mal schon verkackt. Ja, aber heute Nacht schlagen wir ins Herz. Operation Hydra. Heil Hydra. Heil Hydra. So, Perkins, Moment, wir schauen mal eben. Barton sitzt hinten. Perkins kann direkt mal tanken. Okay, ich habe einen neuen Kürbis markiert. Ach, Kacke. Na, ich muss niedrig bleiben. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen, was passiert. Auf mittlerer Höhe haben wir dann wieder die Arschkarte. Fahrwerk einfahren, bitte. Ein wunderschönes Piesel trüb. Yeah. Willst du mich eigentlich vernatzen, Donaldson? Alter, da hat man schon mal eine MK2-Elektronik, weißt du? Und dann muss Donaldson jetzt extra da runter spazieren, um das zu reparieren. Sonst habe ich kein Radar. Okay, Donaldson macht das. Was war da auf dem Radar? Ich weiß es nicht. Ein Gesicht. Neuer Kurs gesetzt. Jetzt müssen wir erstmal wieder 100 Kilometer hier fliegen. Okay, vielleicht kote ich heute ein bisschen auf die Special-Sachen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Mist, da haben wir den Bonus schon mal verschenkt. Naja, Operatur abgeschlossen. Eigentlich brauchst du dich unten nicht reinsetzen. Das bringt ja nichts. Du kannst dich eigentlich... Guck mal, wir schicken Trimming einfach unten rein. Wir brauchen ja sowieso einen Donaldson. Dann gehst du einfach nach vorne. Und du, mein Freund, fliegst da lang. So. Mal gucken, ob wir das Flakfeuer überleben können heute oder nicht. Mal schauen, was passiert. Ich würde ja gerne auf die mittlere Höhe gehen, aber dann heißt es wieder, ich kann nichts sehen, ich kann keine Ziele markieren. Und dann fliegen wir wieder 3 Stunden, weiß ich nicht wo lang. Ist ja auch gay. Ist ja auch gay. Dann lieber so, machen wir gleich richtige Schlacht hier. Weil so kann er wenigstens immer schön schnell einen Kurs setzen. So, da haben wir schon mal ein paar feindliche Flieger. Die nehmen wir doch gerne mit. Die nehmen wir doch gerne mit. So. Haben wir markiert. Alles gut. Kann nichts mehr passieren. Gleich auf Perkins. Ah, Perkins. Die wollen mich umfliegen, ne? Die wollen mich umfliegen. Die wollen mich von hinten ran. Alter, ich drücke auf Fokus und guck mal, wo er hinschießt. Was ist mit dir, Perkins? Bist du gesoffen, Alter? Junge, Junge, Junge. Mann, Barton. Barton. Okay. Haben wir keinen abgeschossen jetzt, oder was? Ah, guck mal, Barton kann ja ruhig mal auch auf defensiv gehen, ne? Wo schießt der hin, der Mann? Weil Barton hat ja eh unendlich Moon. Die trauen sich nicht, ne? Der wird gleich eine... Okay, okay, ich beeil mich. Ich beeil mich!
Ja, meine Bomben spare ich auch. Okay, einen Feind haben wir anscheinend abgeschossen. Ja, da hinten geht er runter. Da blinkt was auf dem Radar. So ein einzelner kleiner Lump, hä? Ein einzelner kleiner Lump. Komm, heute mit so einem Prieseltrüb. Okay, okay, ich habe einen neuen Kurs markiert. Alles klar. Dann flieg mal dahin. Guck mal, hier sind eigentlich so wenig Wolken. Aber die Wolken haben mich beim letzten Mal ganz schön gecheased, Alter. Ey, wir machen... Ich will Mittel. Ich will auf mittlere Höhe. Komm, hier die kleine milde Wolke, Alter. Die wird uns doch nicht aufhalten. Ich hab nämlich eigentlich keinen Bock auf so dickes Flakfeuer um die Ohren die ganze Zeit. Na, habe ich euch direkt erwischt. Habe ich euch direkt erwischt? Ihr seid schon markiert. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, ihr seid dem Tode geweiht. Du gehst mal unten rein. Neue Gefahrenstelle auf Karte gesetzt. Das mag ja sein. Aber um die V2 abzufangen, werde ich doch vielleicht mal den Donaldson nach da unten setzen. Die Wolken erschweren das Navigieren. Okay. Aber die V2 bitte nicht mit dem Flugzeug abfangen, sondern mit meinem MG. Das wäre geil. Na komm. Fokus. Ey, Donaldson, was ist mit dir? Wo schießt denn du hin? Tolle Aktion. Okay. Jetzt kannst du wieder da reingehen. Warum ist da unten so viel Flakfeuer? Ja, Flak voraus unter uns, aber... Was ist mit Ross? Kein Wegpunkt. Dann... Oh Mann. Richie. Ich glaube, wir müssen da unten hin, weil da sind Flaks. Eine optionale Gelegenheit. Mann, das ist so ätzend. Warum kann er nichts sehen? Was ist mit dir? Wie lange bist du eigentlich schon hier Funker, Alter? Mann, dann geh halt runter. Ist ja super ätzend. Das ist super, super ätzend. Und dann heulen wieder alle rum. Kreis, du musst auf mittlere Höhe fliegen, sonst treffen dich die Flaks. Ja, super, aber dann fliege ich 3 Stunden geradeaus, weil... Keine Ahnung. Ross irgendwie einen an der Latte hat. Aber ich könnte trotzdem vielleicht schon mal in die Richtung fliegen. Wo sind die? Ich will ja nicht von irgendwelchen unmarkierten Sachen angegriffen werden. So, Trimming. Wenn du doch schon mal da bist. Es war so klar, ne? Jetzt werde ich hier hart beschossen. Aber mittlere Höhe ist ja scheiße, ne? Kann ich ja gar nichts sehen. Ja, ja, trommelt ihr mal, trommelt ihr mal. Das für mich ist das Musik. Das ist meine Musik. Mein Oberfeldwebel bei der Bundeswehr, der hat früher immer gesagt, der Krieg ist scheiße, aber der Sound ist geil. Ach, wer will schon... Alter, aber guck mal, ich habe da schon so ein paar kleine Schäden erlitten. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber hier sind einfach zu viele Wolken, die zwingen einen ja hier unten rumzufliegen. Oh, oh, da hat es mich aber irgendwie doch leicht getroffen. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Okay, da haben wir schon mal den ersten. Da haben wir schon mal den ersten. Bitte eine markieren nur. Okay. Welcher ist der nächste, der am nächsten dran ist?
Und dann mache ich den einen nämlich in einem Anflug jetzt hier. Und die anderen beiden. Okay, das wird jetzt eine harte Sache. Wir öffnen die Klappen. Peenmünde voraus. Na denn. So. Und jetzt. Okay, wir geben uns dem harten Flakfeuer. Kriegen wir es hin? Zwei von drei. Ross, du musst mir einen Gefallen tun. Nein, Richie muss automatisch bitte markieren alles. Und Trimming. So. Dann jetzt bitte abwerfen. Okay, und neuer Kurs ist markiert. Alles klar, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Klappe schließen. Okay, boah, was wollte der denn jetzt von uns? Der kam aber... Der war ganz schön stressig. Okay, sehr schön. Ross. Wir haben schon ein paar Leute Schaden erlitten. Warten. Perkins, du kannst mir einen Gefallen tun und einfach mal Munition holen. Donaldson, du kannst dir eigentlich auch schon mal Munition holen. Und Trimming, du bist ja auch ausgebildeter Schütze, also gehst du bitte jetzt da rein. Na komm, diesmal kriegen wir es hin, diesmal kriegen wir es hin. Kurz und knackig. Rein, Bomben abwerfen. Ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal da so schief gelaufen ist. Autsch. Automatisch markieren ist zum Einsatz bereit, aber jetzt, die habe ich ja so gesehen. So, jetzt können meine Schützen einfach mal so ein bisschen fokussieren auch, ne? Perkins, Fokus, Trimming, einfach mal eine kleine Fokusrunde abfahren hier. Donaldson, Fokus. Haut alles raus, Leute. Haut alles raus, was ihr könnt. Kurs bestätigt. Oh ja, ich liebe die Trommeln des Kampfes. Hamburg voraus. Ja, sicher, Digga. Ja, da können wir uns doch mal ein Lecks mit Ei oder was, ne? Ja. Und dazu noch einen steifen Grog. Und dann wird es gut auf hoher See. Wo ich gestern beim Krabbenpoolen, wo ich mir den Finger gebrochen, ne? Und weißt du, was dann passiert ist? Da war die Krabbe tot. So. Das ist ein Ding. Zack. Wobei, eigentlich könnte ich jetzt Donaldson. Ich setze Donaldson wieder auf seinen Platz. Und Trimming setze ich hier oben ins Geschütz. Weil wir haben noch einen halben Tank. Und ich will wieder nach Hause. Ich will nach Hause, nach dieser erfolgreichen Supermission. Guck mal, wenn ich dick gepanzert bin, Alter, dann kann ich auch auf der untersten Stufe fliegen. Da passiert nichts. Wir haben keine Chance. Piesel trüb, so. München voraus. Jo, Freili! So, gehen wir jetzt noch einen Hub mit. Du alten Zipfelklatscher, hey. Da muss ich die bitte. Da gibt's so ein Watschen, ein Bockfotzen. Ein Bockfotzen-Gesicht. Komm, ey, die haben doch keine Chance. Die haben doch keine Chance. Da geht doch schon einer runter. Ey, 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 ey. Die schießen auf meinen. Auf meinen Barten. Prap, prap, prap. So, Ross, was sagt die Karte? Zoom mal bitte out. Ach du Schande. Es dauert noch einen Moment. Alter, aber wir kriegen richtig dick XP, ne? Wir kriegen richtig dick XP. Wir sind eigentlich schon schön raus aus dem Center. Aber man könnte natürlich auch, ne? Weil ich ja immer mecke, aber man könnte natürlich auch hier mit dieser Autonavigation navigieren, wenn man auf mittlerer Höhe fliegt. Aber so ist es einfacher. So ist alles relativ automatisch. Der Flieger sieht noch gut aus. Weißt du, da so ein paar Löcher, die flicken wir dann mal. Das ist ja kein Problem. Ja, wird ein bisschen windig da drin. Ja, okay. Aber noch ist alles gut. 13 Minuten Treibstofftank. Aber ich kann noch nicht vorspulen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich noch ein Feindangriff. Aber das waren nochmal schön drei hintereinander abgeworfene Superbomben. Na, 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 na. So, wo
wo seid ihr? Wo seid ihr? Irgendwo hier auf dem Radar. Da. Oh, das ist wieder so ein Digger, hä? Das ist ja so ein Dicker. Kannst du mal alles automatisch markieren, falls noch irgendwas kommt. Wer? Perkins hat keine Moon mehr. Toll. Mach den kaputt! Yes. Da habe ich noch was gesehen. Ah, die wollen hier Formationen fliegen, damit ich sie nicht markieren kann. Aber keine Chance, keine Chance. Guck mal, Alter, jawoll, jawoll, wie die da runterholen. Wie die fliegen, ey, warum greifen die überhaupt noch an? Jetzt muss ich doch rumsprechen, dass wir einfach zu hardcore sind. Wir sind so super, super cool. Pieseltrüb war eine gute Wahl. Ankunftszeit, 1,5 Treibstoff, 11 Minuten noch. Hm. Eigentlich reicht das, glaube ich, oder? Fokus aufgeladen, sehr schön. Bruce, was sagst du? Ach Quatsch. Bruce sagt Notsturzflug, Notsturzflug! Kurs wird korrigiert, Richie. Quatsch, ich will zu Ross, da. Warum fliegst du denn da lang? Achso, ja, okay. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann brauchst du nicht mehr so eine fette Riesenkurve fliegen. Also wenn die Mission nicht mal Zucker gelaufen ist, ja? Wirklich. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei, Leute. Die Karte. Wie lange werden wir brauchen bis dahin? Keine Minute mehr. Hm? Können wir heute ja mal mit richtig dickem Treibstoff. Ist ja schön. Ich bin auch einfach rein, abgeworfen, wieder raus. Ja, mein Flugzeug ist einfach der Burner. Wir haben unser Flugzeug so dermaßen hübsch gestaltet. Treibstoff 9 Minuten. Und was sagt die Ankunftszeit? Wo steht denn das? Ach. Nee, also da piesel ich jetzt nicht mehr in den Tank. Das sollte gehen. So, Fahrwerk raus. 7 Minuten Treibstoff. Haben wir easy. Haben wir easy. Guck mal, Ross sagt, wir sind in 20 Sekunden da. Ach, guck dir das an. Also, wenn wir da nicht mal wieder einfach elegant und sexy, ja, wirklich gespielt haben, dann weiß ich auch nicht. Ah, endlich die Mission geschafft. Also das war... kam mir beim letzten Mal irgendwie knackiger vor. Jetzt, wenn man da einfach ganz stumpf reingeht und hart bleibt, dann... ne, geht da nix. Deswegen haben alle auch schöne Bomberhelme. Wenn ich jetzt einen Piloten hätte, der nur so eine Pilotenmütze hat, den hätten sie schon kaputt geflackt. So, feindliche Panzerung reduziert für 2 Missionen. Sehr schön, sehr Aufklärungsfotos. Alter! Big Money, 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 Big Money, Money, Money! Save the world. Oh, Flak ausweichen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sternennavigation. Was ist das denn gut? Navigation auf großer Höhe bei Nacht verfügbar. Ja, und was bringt mir das, wenn ich auf mittlerer Höhe nichts sehe? Okay, ja, vielleicht werden die Flaks noch übler, ne? Tigerwucht Weiß haben wir jetzt als Lackierung. Oh, ein MK3-Radar, das hätte ich gern. Gehen wir mal kurz ins Flugzeug. Wir haben ja Money. Systeme, Radar. Was kostet das? MK3. Erhöhte Reichweite und erhöhte Impulsfrequenz. Vielleicht kommt der Typ dann einfach mal besser klar. ja, nehmen wir. Nehmen wir. Ich finde Radar ist echt praktisch, weil dann kann man sich immer schön auf große Distanz schon vorbereiten. Ja, guck mal, das nehmen wir doch mal im nächsten Mal.
dann dürft ihr jetzt entscheiden, ob wir da Piesel Black oder Piesel White draufschreiben. Ja, einfach in die Kommentare, wenn ihr teilhaben wollt an diesem Spiel, gerne immer. Motorengrafik. Zähne ist eigentlich Kühe. Oh, Halloween-Kürbisse. Aber Halloween ist vorbei. So. System haben wir auch neue. Löschsysteme. Aufgerüstet haben höhere Kapazität. Können mehr Brände löschen. Ah, weiß ich nicht, ob wir das jetzt brauchen. Ich würde ja hier gerne mal... Alter, gibt es drei Plätze jetzt schon. Guck mal. Dann gehe ich aber auf die Mitte, mach da mal drei Plätze hin, installiere das. Aber wozu der Löscher? Kann es drinnen auch brennen? Ich mach mal hier zwei Medics und einen Fallschirm. Das sollte erstmal reichen. So, ein aufblasbares Beiboot. Wenn du im Meer notlandest, erhöht ein Beiboot die Überlebenschancen deiner Crew erheblich. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sollte ich mal... Gehen wir mal hier außen auf Standardmotor MK3. Einfach um höheres Gewicht auch dann möglich zu machen. MK3, gepanzerter Rumpf. Mitte, gepanzerter Rumpf. Ja, machen wir da mal. Das Heck muss auch ein bisschen... aber kein Geld mehr. Naja, okay. Dann... Gehen wir zurück in den Überblick und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Biber Bomber Crew. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und tja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.